Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play BMG Drive. Und jetzt hätte ich fast Call of Duty Advanced Warfare gesagt, das ist eine Schande. Den wollten wir eigentlich auch irgendwann mal machen. Na, nächste Folge. Ich hab Bock mit dem Sunburst zu fahren. Ihr wisst, ich mag den Sunburst. Ihr wisst, ich mag den Sunburst, ihr wisst, ich mag... Gott, wie heißt das? Jetzt habe ich den Namen vergessen. East Coast USA. Da liegt einfach auf der Hand, dass ich hier ein paar Mal lang fahre. Wir können ja mal versuchen, vernünftig zu fahren. Tempolimit von 50 nicht überschreiten. Sehr scharf, Kurve hätten die gebaut, bestimmt ein Verschwerpunkt. Da waren wir ganz kurz über 50, 51, ist aber immer noch eine Messtoleranz. Deshalb können wir dafür nicht bekommen werden, beziehungsweise können wir keinen Strafzettel dafür bekommen. So, und jetzt machen wir mal hier aus einer unbegrenzte Zone. Wir fahren jetzt hier einfach. Nämlich normal fahren ist langweilig, das wissen wir alle. Oh, 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 oh. Wir wollen nämlich Crash sehen. Richtig viele. Crash. Kaputte Autos. So viele wie möglich. Gemerstetes Metall. Ja, das fasst das eigentlich so zusammen. Ich meine, warum spielen wir BMG? Wenn wir nicht kaputtes Metall sehen wollen und zerstörte Autos. Oh Gott, das war... Knapp, ein Glück hatte der Sunburst gerade so einen guten Grip. Sonst wären wir da leicht aus der Kurve geflogen. Ich mag dieses Ding hier links, dass das runter geht. Bremsen. Links rein. Bis geht's rechts. Oh, 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 oh. Da habe ich aber sogar noch den Wagen halbwegs retten können. Also beziehungsweise uns. Wenn man so, beziehungsweise die Passagiere, die Insassen im Auto. Klar, der Wagen ist richtig Schrott. Aber wir sind... Hier. Gerutscht, gerutscht, gerutscht. Und dann waren wir eigentlich mit der Fahrertür schon fast hier in diesem Baum, was uns definitiv getötet hat. Aber dann habe ich es irgendwie noch geschafft, den rüberzuziehen. Oder ist von alleine rübergezogen, womit nur die Stoßstange hinten abgerissen wurde und der Kotflügel. Und dann sind wir hier irgendwo gegen geknallt, hier glaube ich. Und dann sind wir hier gerutscht. Auf jeden Fall ein böser Crash. Aber wir hätten es vielleicht überlebt, ist die Frage. Aber naja. Kann man den noch fahren? Sehr gut sogar. Perfekt sogar. Okay, die ultimative Challenge. Wir fahren den Wagen so. Ich meine, irgendwie muss man ja zur Werkstatt kommen, ne? Alter, das ist hart. Das ist so unschaffbar. Ich muss den... Superla. Ich muss den nämlich links und rechts lenken. Muss ich lenken. Damit ich auf die Straße sehe. So, hier geradeaus geht's auf jeden Fall. Fahren wir mal da rein. Oh, da sind wir irgendwie geknallt. Oh, da sind wir nochmal irgendwie geknallt. Und, oh. Shit, ich glaube, der Wagen ist nicht mehr wirklich fahrbar. Ich find's cool, wie es hinten abgegangen ist. Ich dachte, hey, hier ist ja ein Baum rüber. Wusste ich gar nicht. Diese Detailarbeit. Und das Rad von rechts hat mir auch noch zerstört dazu. Es kommt so, glaube ich, nicht mehr ganz durch den TÜV. Aber ich meine, mit ein bisschen Bestechen geht das schon. Fällt bei der Polizei bestimmt nicht auf. So, jetzt können wir hier nochmal Gas geben. Mit dem Sunburst. Nicht seine Strecke. Das ist ja definitiv, wie wir vor ein paar Folgen schon herausgefunden haben, gar kein, na, Gott, wie heißt das? Offroad-Wagen. Irgendwie fehlen mir heute die Worte. Einfach so unglaublich. So. Wenn ihr meine Displays übrigens auch unglaublich findet, das heißt nun unglaublich schlecht oder unglaublich gut, oh Gott, dann könntet ihr mir ganz kurz in 30 Sekunden eine Minute, beziehungsweise für 30 Sekunden eine Minute lang einen Gefallen tun, indem ihr einfach schnell auf den Link unten in der Videobeschreibung klickt. Dort kommt ihr zu einer kleinen Voting-Seite, da müsst ihr nur schnell eine E-Mail-Adresse von euch eintragen und auf Teilnahme, dass ihr die ganzen Nutzungsbedingungen und so akzeptiert. Keine Angst, die senden euch keinen Spam, ihr bekommt keine ungewollten E-Mails und, ja, dann kriegt ihr eine kleine E-Mail dann, wenn ihr das bestätigt habt. Dort müsst ihr nur schnell auf diesen Link in der E-Mail klicken und die drei in der Beschreibung, ja, beschriebenen IDs einfügen und schwuppsdiwupps habt ihr mich ganz schnell unterstützt und diesen Kanal weitergebracht. Was kann ich da, was bringt euch das, wenn ihr das tut? Ganz simpel einfach, das ist ein Voting, bei dem ich persönlich Steam-Guthaben gewinnen kann. Ja, und was bringt es mir, wenn, was bringt es euch, wenn ich Steam-Guthaben gewinne? Das ist auch nochmal ganz einfach. Von dem Steam-Guthaben kann ich mir Spiele zum Let's Playen oder zum Verlosen kaufen. Und wenn ihr Spiele haben wollt oder nämlich Let's Playen sehen wollt, dann könnt ihr das ja mal ganz diskret machen, ne? Und
diesen Button mal smashen. Beziehungsweise es gibt keinen Button zu smashen, sondern einfach nur eine Umfrage auszufüllen und der Crash wird so böse. Oh. Die Bäume müssten noch kaputt gehen können. Das wären so Baumcrashs viel geiler. Erstmal noch irgendwie das Auto kaputt machen. So. Ach, kommt. Ja, diese Hitbox. Wir hätten es durchgeschafft. Wir hätten uns den Spiegel abgefahren. Ja, vom linken Baum die Hitbox ist falsch. Verdammt. Das ist jetzt blöd. So, dann wollen wir nochmal hier Gas geben. Bremsen ein bisschen. Ich weiß gerade nochmal mit Tastatur. Was keine gute Idee ist. Oh, 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 oh. Den kriegen wir wieder aufs Räder. Der war cool. Haben den Wagen zwar ein bisschen, ja, angeschrottet. Aber wir können noch fahren. Fast ohne Probleme. Und wir fahren jetzt wieder weiter vorwärts. Hab so einen kleinen Breakdance-Move gemacht. Den wir uns sozusagen in der während des Überschlags nochmal gedreht haben und die Front des Fahrzeugs nach vorne gemacht haben. So, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, jetzt auf Controller wieder wechseln. Übrigens, es besteht die Chance, also sie ist eigentlich eine ziemlich hohe Chance, es sollte eigentlich, Gott, sollte eigentlich so sein, dass ich mir in den nächsten Monaten, und mit den nächsten Monaten meine ich 2-3 Monate, spätestens, ich hoffe jetzt, also wie immer liegt kein Wert auf meine Worte, also nicht wie immer, aber nimmt es jetzt nicht als bares Gold und sagt, oh Gott, du hast es gesagt, warum ist es nicht, es ist noch nicht hundertprozentig sicher, es müsste eigentlich. Also von meiner Seite ist es zumindest gemacht. Es gibt noch die Frage, ob es eine andere Seite auch noch macht. Ja, es ist sehr wahrscheinlich, dass ich in den nächsten 2-3 Monaten, also innerhalb der nächsten 3 Monate, sagen wir es so, wie ich immer wieder meinen Satz ändere. Das ist so schlimm. Damit verwirre ich euch. Und dann schweife ich auch noch vom Thema ab. Neues Equipment bekomme. Und zwar, das für euch am interessantesten. Interessanteste ist ein neues Mikrofon und da werde ich dann gleich auf so einen Großmembraner wechseln. Hatte ich letztens auch nochmal drüber gesprochen in der Tech of 2015 Folge, beziehungsweise 2015 Technik, das Technikjahr 2015 oder so hieß das. Und da würde ich zum Blue Yeti greifen, das ich mir dann holen werde. Und das wäre natürlich ziemlich erfreulich für euch, nehme ich mal an. Und vor allem auch gut für mich, denn ich bin sowieso einer, der ja relativ schnell und ein bisschen undeutlich redet. Manchmal auch so ein paar Sachen wegnuschelt. Und ja, mit dem neuen Mikrofon, wenn es eine bessere Qualität hat, das wäre natürlich ein Vorteil, denn da müsste ich nicht so extremst auf die Aussprache achten, was ich eh immer vergesse. Und dann würdet ihr mich vielleicht auch besser verstehen. Also, ich hoffe, dass das klappt. Ich würde es auf jeden Fall sehr begrüßen, aber wie immer, kein Versprechen, nur eine kleine Anmerkung meinerseits. So, genau, komm, wir machen immer so. Und locker wieder reinbekommen die Kontrolle und nochmal. Und wieder unter Kontrolle. Das ist sehr gut, wieder unter Kontrolle bringen, der Wagen. So. Und jetzt nicht mehr. Beziehungsweise er war schon wieder unter Kontrolle, aber wir waren einfach zu weit zur Seite. Und deswegen macht man das niemals, während man auf der Straße fährt, Leute. Offroad auch nicht. Und im Wasser erst recht nicht. In der Luft könnt ihr es machen. Denn da passiert wenig, wenn ihr lenkt. Ich will noch mal ein bisschen schnell fahren, Leute. So. Ja, heute wird wieder so eine, merkt ihr schon, ist ja so eine fahrbetonte Innenperspektiven-Folge. Ich versuche das hier einmal so ein bisschen zu wechseln zwischen den Crash-Folgen und den Fahrfolgen. Das wird noch Folgen haben. Und, ja, weil es ja beide Seiten gibt, die beides gucken wollen. Hier sind wir, glaube ich, noch nie lang gefahren. Und deswegen ja, auf Gottala, Gottama. Das war gerade sehr knapp an den Bäumen. Aber hier ist cool, die Strecke. Vorhin kann man hier schnell fahren. Überkuppe, bremsen wir mal lieber ab. Das war eine richtige Entscheidung. Sonst wären wir einfach eiskalt rübergesprungen und in die Bäume auf der anderen Seite. Hier geht's hoch. Und weiter, es sollte mal so eine Map geben. Okay. So. Geht hier weiter. Und hoch. Und rechts rein.
Ist jetzt runter und rechts und gleich geht's links. Da vorne geht es links. Um gleich anschließend scharf rechts zu gehen. Wenn wir dann um die Kurve kommen. Naja, den Wagen gesichert, also nichts passiert. Oh, jetzt sind wir aber irgendwo gegen geknallt, wo gegen wir auch immer geknallt sind. Also da vorne geht es dann relativ scharf rechts. Wie gesagt, ich kenne die Strecke schon relativ gut, das freut mich. Ja, oh. Und jetzt nochmal rechts. Wartet. Hier und runter. So, und da knallen wir gegen den Baum. Und ja, damit will ich mich auch schon von euch wieder verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es euch gefallen hat. Bitte nicht das Abstimmen vergessen. Und ja, dann. Heute kommt noch ein Infovideo bezüglich eines Livestreams, der morgen stattfindet. Also unbedingt nochmal auf den Kanal kommen. Gucken. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es gefallen hat. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer GCG.